Hey, hey, Leute! Willkommen zu Super Mario Maker 2 Online! Wir wollen heute versuchen, den Rang B beim vernetzten Spielen zu erreichen. Und dazu brauchen wir vor allem eine stabile Verbindung. Aber das liegt natürlich nicht an uns. Wir haben Internet der Zukunft. Bei den Gegnern schaut das allerdings häufig anders aus. Jedoch habe ich die Hoffnung, jetzt, wo wir zumindest schon mal von Rang D auf C aufgestiegen sind, dass wir dort Leute am Start haben, die jetzt vielleicht nicht irgendwo im Wald wohnen oder so. Und ja, vielleicht läuft es da ein bisschen besser. Wir gucken mal, ne? Heute spielen wir nur gegeneinander, weil man beim Miteinander-Spielen ja keine Punkte bekommen kann. Finde ich auch ziemlich unnütz, den Modus, um ehrlich zu sein. Zumindest ohne mit Freunden spielen zu können, weil warum sollte man mit Randoms zusammenarbeiten, wenn man eh nichts dafür bekommt und nicht kommunizieren kann und ja. Ist halt einfach sinnlos, finde ich. Oh, Mark LV. Trägt nur Louis Vuitton. Alles klar. Naja, ich kann mithalten. Hard Mode heißt das Level, holy shit. Klar, günstige Level brauchen wir schon auch noch. Also es liegt nicht nur an der Verbindung, sondern auch an dem Level an sich. Und hier müssen wir zwei Piranha-Pflanzen besiegen. Vorher taucht das Ziel nicht auf. Jetzt ist die Frage, gibt es auch nur zwei Piranha-Pflanzen in diesem Level? Weil dann, gut, kann es halt auch nur einer schaffen. Das werde wohl nicht ich sein, weil ich viel zu früh gestorben bin. Ja, also als drittes bräuchte man halt noch Skill. Was jetzt zu Beginn schon mal nicht so wirklich am Start ist. So, einer hat die Bedingungen erfüllt. Damit dürfte es gegessen sein. Ja, als ob. Jetzt hat sogar noch der Louis Vuitton-Träger gewonnen. Da muss ich akzeptieren. Völlig versagt. Zum Level kann ich nichts sagen, weil ich nichts gesehen habe. Wir versuchen es gleich nochmal. Ich mag diesen Autisten-Soundfrog immer noch. Liebe Grüße von Kurachara. Nintendo und Juli-Fan wurde neues Mitglied, genauso wie Nils Wüstefeld. Danke an euch beide. Und Jul TT hat 99 Cent da gelassen. Ja, super, jetzt sind wir wieder Rang D, weil ich halt direkt das erste Level verkackt habe. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr belasto. Aber das lassen wir nicht auf uns sitzen. Extremer Fail. Facepalm. Aber es war auch nicht so stabil, wie es vielleicht für euch ausgesehen hat. Also es gab schon leichte Lags. Ich will es aber jetzt nicht darauf schieben. Also ich wurde von der Maus getroffen und danach war es halt schon gegessen. Ne? Ist halt so. Tatsächlich hat derjenige, der mich da gestört hat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, der hat daran Schuld, also beziehungsweise er hat's geschafft, mich einfach wegzuflexen. Ist okay. Verlieren gehört dazu. Neue Chance. Neues Glück. So, hier müssen wir auch... Ach komm! Scheiß Toadette, Alter! Wir müssen einfach nur das Ziel erreichen. Ich lebe immerhin noch. Aber wird da... Wird dadurch nicht einfacher. Muss es fast schon auf einen Tod hoffen von Toadette, weil die ganzen Gegner sich natürlich jetzt schon aufrichten und im Angriffsmodus sind, während sie vorbeigezogen ist. Aber man braucht einen Schlüssel. Den habe ich nicht. Sie auch nicht. Okay, dann hoffen wir einfach mal beide, dass es auch ohne weitergeht. Boah, aber es ist... Okay, das war... Heftig. Ein heftiger Kill seitens Toadette. Schon wieder gegessen. Außer sie stirbt. Und jetzt nicht unbedingt auszugehen ist. Alter, aber es läuft auch jetzt überhaupt nicht stabil, ne? Wie lang ist denn das Level? Beim Ziel ist sie nämlich noch nicht. Bei diesen Lags ist es aber auch einfach nur zum Kotzen. Und dann noch diese Moonjumps, ne? Die noch zusätzlich triggern, wenn alles in Zeitlupe abläuft. Schalte ein und der erste Satz ist Fail. Da gehört dazu. Scrolling? Oh mein Gott. Und ich bin auch noch direkt vor einem Checkpoint gestorben. Also,
Belastender wird's heute nicht mehr. Spring halt hoch! Ja, was kann ich denn dafür, wenn es laggt? AF! Ich hab den Knopf gedrückt gehalten, aber offensichtlich habe ich in einem Frame gedrückt, wo es geleckt hat. Jetzt kann man auch gar nicht richtig aufholen. Also eigentlich ist das Level wirklich schlecht für diesen Modus. Ich bin ja jetzt an Scrolling gebunden. Ist Toadette gerade gestorben oder im Ziel? Im Ziel, glaube ich. Wobei, wird das nicht angezeigt? Ich weiß es nicht. Bei mir laggt's auch. Ja, es ist halt so. Es liegt ja nicht an uns, sondern... ja, hauptsächlich an Nintendo, weil sie es halt einfach nicht besser machen. Oh, wieso springt der denn nicht drauf? Ja gut, jetzt ist eh vorbei. Irgendeiner hat das Ziel erreicht. Ich bin aber auch froh drum, weil ich habe keinen Bock mehr auf das Level. Toadette, alles klar. Verleihst du deine Switch? WTF? Nein. Allein schon nicht, weil ich sie jeden Tag brauche. Bewerte ich jetzt auch mal nicht. So, jetzt muss aber wieder ein Sieg her. Sonst haben wir hier Mission C behalten und nicht Mission B erreichen. Lol. Danke Nexus und Powergirl von Euro Robic. Ist neues VIP-Mitglied, hallo, hallo, hallo. Nicole Dilk ballert einen Zehner raus. Vielen, vielen lieben Dank. Was war dein schlimmstes Ereignis? Fragt Yule TT. Es gibt immer mal wieder schlimme Ereignisse, die man erlebt. Zum Beispiel gestern und vorgestern. Ich war ja auf dem Weg nach Hamburg zu einem Event. Hab dann wegen 5 Sekunden meinen Zug verpasst. Den nächsten genommen, allerdings da nicht bemerkt, dass der sich direkt zu Start geteilt hat und ich natürlich im falschen Abteil war, was nach Leipzig, glaube ich, war es, gefahren ist und ich musste, wie gesagt, nach Hamburg. Und auf halber Strecke ruft mich dann der Bahnhof an. Yo, wir haben ihren Geldbeutel am Bahnhof gefunden. Ja, musste ich auf halber Strecke umdrehen und da war der Tag gelaufen. 6 Stunden quasi verschwendet, den Geldbeutel wieder gehabt und der letzte Zug nach Hamburg fuhr 10 Minuten nach meiner Ankunft, als ich den Geldbeutel geholt habe. Ja, war richtig geil. Musste dann so einen Flixbus nehmen für 40 Euro oder so, was schon ziemlich günstig war, hat mich gefreut, aber ja, ich sag mal so, du merkst dann auch, warum es so günstig ist. Es ist halt ziemlich voll und die Leute, naja, machen was sie wollen, sagen wir es mal so. Andere telefonieren die ganze Zeit oder hören Musik. Also es ließ sich schon aushalten. Für den Notfall ist so ein Flixbus okay. Aber wenn es andere Optionen gibt, dann würde ich andere Optionen nehmen! Scheiße! Alter, nur noch am Verkacken, ey! Aber wie konnten denn die anderen auch so schnell sein? Die sind ja übelst brutal ins Ziel geballert. Das gibt's doch nicht! Belastend. Dude, dein Pech. Ja, waren scheiß Tage. Aber ich hab's noch geschafft. Ich bin rechtzeitig nach Hamburg gekommen. Und im Geldbeutel war noch alles drin, weil ein Ehrenmann ihn ja gefunden hat und direkt abgegeben hat. Habe ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. War alles drin, ne? Alle Karten. Schon auch nicht wenig Bargeld. Für 2019 ist es ungewöhnlich. Aber ich habe demjenigen auf die Mailbox gesprochen, weil der seine Nummer hinterlassen hat beim Bahnhof. Und auch über Instagram gedankt. Also Ehre an Moritz nochmal. Ich raste gleich aus. Ich brauche jetzt einen Sieg. Oder ich flipp aus hier. Komm, stabile Verbindung, weil dann bin ich halt auch tausendmal besser. Stabile Verbindung ist es schon mal nicht. Welche Röhre ist die richtige? Ich glaube irgendwie nicht, dass es die ganz rechts ist. Ja, toll. Toadette hat jetzt den Wagen. Und ich habe gar nichts.
Halt, muss man da... Muss man da rein in den Kasten? Jetzt hab ich eh verkackt. Wieder einmal. Steig aus. Soll ich da rein? Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war. Wie komme ich denn jetzt da... Erstens komme ich da nicht durch und zweitens hat eh schon wieder einer das Ziel erreicht. Im Greenscreen stimmt was nicht. Warum? Also ich erkenne da... Bitte präzisiere! Ich kann nämlich wirklich nichts erkennen, was da nicht dran stimmen soll. Läuft nicht so. Langsam macht's echt sauer. Wie viel Pech kann man haben? Leicht grauer Rand. Okay. Ja, das ist auch das, was ich vorhin wahrgenommen habe. Hat man jetzt aber nicht auf dem blauen Hintergrund gesehen. Werde ich dann später wegmachen. Jetzt versuchen, einen Sieg zu holen. Ja. Ah, 10 FPS. Auf die Runde können wir ja im Prinzip dann auch scheißen. Ja, wir sind halt jetzt wieder in dem D-Rang drin. Deswegen treffen wir auf schlechtere Gegner. Ich habe mich eigentlich gefreut, dass es jetzt anders ist. So viel dazu. Oh Mann. Alter. 10 FPS ist noch hochgegriffen. Das sind eigentlich 3. Oder so. Oh yeah. Nintendo und online. Oh, aber ich skill mich hier als einziger brutal durch. Komm, nimm dir noch so einen Panzer mit. Warte, nimm dir so einen Panzer. Nimm dir so einen Panzer. Na, dann halt nicht. Spring. Nein, spring nicht, das ist der Hammer, Bruder. Lauf, duck dich. Oh nein, da kommt ein Panzer von hinten. Spring, spring. Da ist noch ein Hammer, Bruder. Komm, wir müssen irgendwie die Blume bekommen. Die Blume. Wäre so geil, wenn wir jetzt bei diesem Level übelst skillen. Warte, der Panzer zerstört alles. Oh, Ehre, ich hab die Blume. Aber dadurch können die anderen jetzt aufholen. Mann, Mario, verwandel dich. Alter! Schneller! Ich glaube, es ist eh nur so ein Gegner-Gespammel-Level. Das heißt, Toad wird jetzt auch noch gewinnen. Nur weil ich die Feuerblume genommen habe. Beziehungsweise, warte mal ab. Oh mein Gott! Ich springe da einfach durch. Ist mir gerade alles egal. Mach weiter! Boah, bei einem Gegentreffer laggt man so. Nicht die Feuerblume nehmen. Ja, gut. Gut. Nein! Du sollst die Feuerblume nicht nehmen. Beweg dich, Mario! Oh ja, das macht so viel Spaß mit 3 FPS. Yes! Wahrscheinlich kommt gleich das Ziel. Oh, das sind Sterne. Ich brauche die Sterne. Ach, das ist ein Bowser, glaube ich. Ein Bowser. Nein! Jetzt hat er den Stern. Vielleicht kommen wir doch noch irgendwie über ihn drüber. Mal sehen. Oh, komm schon! Ja, spring auf ihn drauf wenigstens. Es ist das Ziel. Du musst irgendwie ins Ziel. Komm schon. Geh ins Ziel. Oh, spring. Fuck. Oh, fuck. Oh, du bist an dem Tod vorbei. Oder muss man oben drüber? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da kann man nicht drüber. Unten durch. Oh, nein, er hat es geschafft. Ich sehe es schon, er hat es geschafft. Jetzt habe ich mich extra noch angestrengt und trotzdem nicht geschafft. Das war nix, ja. Allerdings. Was für ein Abfall. 3 FPS und dann sowas.
20 Euro im Jahr für Online-Modus auf jeden Fall gute Investition, würde ich sagen. Kompletter Reinfall bisher alles. Einfach nur kompletter Reinfall. Aber man kann es ja auch nicht abbrechen. Irgendjemand hat mal gelabert, ja, drück Start. Nein. Geht nicht. Und wenn ich jetzt die Software beende, dann kriege ich wieder ein Ban. Wie beim letzten Mal. Das war verdammt knapp. Das ist halt auch einfach nur Belasto. Jetzt brauchst du auch noch ewig, um das Level zu beenden, oder was? Boah. Und es war der letzte Rotz. Gegner gespamme und nichts weiter. Wieso leckt das so? Musst du Nintendo in Japan fragen, warum? Das fragen sich alle. Das fragen sich alle. So, ist jetzt das Problem... Nein. So. Ich hoffe, dass der Greenscreen aber jetzt passt. Man kann nur aufgeben. Aber warum taucht bei mir das Menü nicht auf? Naja, eventuell versuche ich es hier nochmal, weil das ebenfalls nur mit 12 FPS läuft. Ja, aber Hauptsache besser als vorher, Lel. Boah, knapp. Ja, gut. Gut. Jetzt holen wir uns den Sieg. Stehen bleiben. Und am besten einmal zerteilen für mehr Trigger. Hä? Ich bin noch auf ihn draufgesprungen. Was soll das? Was ist das für eine Verarsche? Lächerlich! Ja, jetzt kommt's. Ach, man kann auch Neustart für alle aktivieren? Ja, machen wir mal. Aber ich glaube, dann muss der Rest auch dafür stimmen. Und das werden sie mit Sicherheit nicht machen. Da läuft anscheinend auch kein Timer oder so ab. Ja, komm. Dann machen wir aufgeben. Es hat ja keinen Sinn. Ich hoffe, man kriegt dann auch nur einen Minuspunkt oder so, weil was kann ich dafür, wenn ich jetzt keine Lust habe auf diesen Lags? Was? Möchtest du zusehen? Nein, warum? Ist mir egal, nimm mir die Punkte halt. Aber Hauptsache, es geht weiter. Ist ehrlich. So tilted. Also scheinbar geht's heute wirklich nur darum, wieder zurück zu C zu kommen, lol. Oder es gibt einen Rage Quit. Würde ich nicht ausschließen. Dom Fanarts, danke für 11 Münzen. Wollte mich mal mit diesem kleinen Beitrag für 6 unterhaltsame Jahre bedanken. Bist und bleibst du immer ein toller Mensch. Vielen Dank. Auch Jason für 2 Münzen und O-Player für 10 Münzlis. Was? Ich habe nur einen Gegner? Ja, aber dann erwarte ich jetzt auch 100% lagfrei. Tu dir das doch nicht an. Doch, ich war eigentlich schon motiviert, so. Boah, aber wenn ich das jetzt verliere, ne? Wenn ich das jetzt verliere. Ich meine, es ist wirklich ein 1 gegen 1. Und es...
Wer baut so eine Scheiße? Ja, natürlich ist er jetzt reingekommen! Natürlich! Alles klar. Alles klar. Wow. Jonas, Fritz, danke für eine Münze und Chris für zwei. Oliver Hassel wurde neues Mitglied. Willkommen. Ach, scheiße, Alter. Schon wieder 3 Elf. Sag mal, kann es sein, dass es um ein Vielfaches schlechter läuft als zu Release? Weil da hatten wir zumindest noch quasi bei knapp der Hälfte der Level keinen Lag und es waren auch gute Level dabei. Bis jetzt weder das eine noch das andere. Einer hat aufgegeben, ja, kann ich auch völlig verstehen. Ja, was zur Hölle. Lol. Und jetzt leckt's nicht mehr. Vielleicht war es seine Schuld. Ja, ich glaube, ich sollte den Titel umbenennen. Zurück zu Rang C. Home-Button bei DCs für Riesenlag. Bringt nichts. Kann man auch gleich aufgeben. Dann dauert es nur länger. Und man bekommt mehr Punkte abgezogen. Katzdolf. Ist einer Katzdolf? Bin gar nicht aufgefallen. Ja, Katzdolf H. Mit entsprechendem Mi. Yeah. Es sind ja auch jetzt mehr Spieler, die spielen. Ja, aber das darf halt nicht sein. Also ich weiß nicht, wie Nintendo sowas anbieten kann, ohne sich in Grund und Boden zu schämen. Ganz im Ernst. Dass man für sowas bezahlen muss, das ist eine Frechheit. Dafür sollte man noch bezahlt werden. Ernsthaft? Fail Counter 8. Echt schon 8 Mal? Oh, aber das Level läuft. Vielleicht ist es gar nicht so scheiße. Dann liegt's an mir. Ja, es läuft. Okay. Das ist ein Pilz. Okay. Wenn man einen Pilz hat, ist schon mal alles gut. Jetzt darf es halt nur nicht zu kurz sein. Genau, muss es in dem Moment hier kurz laggen, ist klar. Schon wieder. Du kannst es so nicht spielen. Du kannst es so nicht spielen. Wenn es bei Sprüngen, wo es halt wirklich auf Timing ankommt, wie bei den Notenblöcken, wenn da so ein kurzer Lag ist, dann kannst du das nicht spielen. Alle sterben hier. Alle. Nee, der Mario ist durch. Na ja, gut. Sein Ziel? Der Sprung, also der Input wird einfach nicht übernommen, weil es in dem Moment einen Lag gibt. Das ist das Problem bei dem Level. Es ist P2P. Wo wohnst du? Vielleicht sind die Server zu weit weg. Ist das dein Ernst? Es gibt keine Server.
Das ist ja das Problem. Wovon hängt das ab, dass das Level flüssig läuft? Naja, jeder braucht eine entsprechende Internetleitung. Das Problem ist einfach, viele haben noch von früher, wo es halt in Deutschland übelst dreckiges Internet gab, so von 2000 down oder so, die haben immer noch diesen Vertrag, weil sie einfach nicht aktualisieren, weil sie keine Ahnung haben oder weil sie keinen Bock haben, keine Ahnung. Und die gurken halt immer noch mit diesen Stats rum. Und dann ist es natürlich klar, dass das nicht funktioniert, weil 2000, das ist absolut gar nichts. Das ist Steinzeit. Jetzt als Beispiel. Aber ja. Oder einer ist halt im WLAN und hat irgendwie nur einen Strich Verbindung. Ja, dann. Dann kommt sowas bei rum. Digga. Nee. Aber es hat sich ein bisschen gefangen, warte. Es ist eigentlich reines Glücksspiel. Normalerweise wird sowas nach dem Release immer etwas besser, aber in dem Fall wohl nicht. Boah, ich habe schon seit einer halben Stunde nach links gedrückt wegen dem Yoshi und es wird erst nach 10 Sekunden übernommen. Lol. Es wird ein Spaß, jetzt so Sprünge zu timen. Ich muss eigentlich schon 50 Meter davor drücken, um irgendwie eine Chance zu haben. Der Toad verzichtet auf alles, geht natürlich auch auf Risiko dadurch. Und wir müssen doch nur ein Level schaffen, dann wären wir theoretisch wieder im C-Rang drin, glaube ich. Aber wenn er nicht stirbt, dann war es das wieder. Boah, da war sogar ganz kurz so ein Ladebalken unten rechts, habt ihr den gesehen? Jetzt schon wieder! Das gibt es nicht! Alter! Nintendo, really? Holy fuck! Das ist unglaublich. Gib den Yoshi her. Ach so. Verpiss dich! Aber der ist jetzt dadurch gestorben. Naja, ist eh egal. Wenn der Toad jetzt nicht abkratzt, dann hilft uns das nichts, dass wir auf dem zweiten Platz sind. Verstehe ich aber auch nicht, warum man als Zweiter nicht auch ein paar Bonuspunkte bekommt. Ist doch total unfair. Einer hat aufgegeben. Mach hin, ne? Wow, und so ein Müll habe ich mir gestern gekauft. Noch ist es eingeschweißt. Ich könnte es zurückgeben, schreibt Strohi. Naja, also der Rest des Spiels ist ja geil, aber Online-Modus kannst du halt wirklich in den Ofen schmeißen. Dafür würde ich es auf gar keinen Fall empfehlen. Sieht spaßig aus. Total. Nee, also das ist tatsächlich von allen Games bisher auf der Switch das Spiel mit dem furchtbarsten Online-Modus. Wirklich, bei weitem Abstand. Was super, super schade ist. Level fand ich jetzt aber eigentlich ganz okay, von dem, was ich gesehen habe. Versuchen wir trotzdem, ein bisschen Spaß zu haben. Hey. Lol, was ist das? Das frage ich mich heute auch. Boah, Alter. Online muss besser werden. Ja, kann man so unterschreiben.
Bin aktuell Rang B und da läuft es flüssig. Also weniger Leute mit schlechtem Internet. Ja, dachte ich mir eben auch. Ich habe halt jetzt das Problem, ich bin abgerutscht in D. Komm da nicht mehr raus. Das ist wie ein Treibsand. Werde immer weiter runtergezogen. Okay, nur drei Gegner. Das könnte jetzt wieder unsere Chance sein. Wir haben jetzt 947. Ich glaube, wir würden immer noch mit einem Sieg wieder in Rang C kommen. Aufpassen. Ja, jeder will den anderen vorlassen, ihr Arschlöcher. Verdammt. Komm schon. Der wird schon noch irgendwann sterben. Der Toad. Ja, der will da abkürzen, der will da abkürzen. Keine schlechte Idee, aber ich gehe lieber den normalen Weg. Hat er sich jetzt auch umentschieden. Was? Man braucht einen Pilz? Ach, da geht's rein. Oh mein Gott. Als ob. Das ist meiner. Ja, okay, dann halt nicht. Ah, das ist so ein Dimensionslevel. Ich sehe es. Okay. Also man wird häufiger zwischen den Seiten wechseln müssen. So Leute, das ist jetzt unser Sieg. Ich spüre es. Wir werden dieses Level als Sieger abschließen. Wobei, warte, ist jetzt hier Glück am Start. Ich hab das Glück. Ja gut, aber die sehen ja jetzt, wo ich lang gegangen bin. Eigentlich mache ich die ganze Drecksarbeit für den Rest. Und man stirbt da sogar? Man stirbt da. Was? Welcher? Wer hat denn dieses Level schon wieder zu verantworten? Es ist halt einfach nicht fair. Es ist halt nicht. Oh, scheiße. Jetzt habe ich mich auch noch in so einem Semmel Stückchen verschluckt, Alter, weil ich vorhin noch so Lachsbrötchen gegessen habe. Super. Damn. Also halten wir fest, alle Röhren scheinen falsch zu sein. Was passiert denn, wenn man in die geht? Achso. Nee, warte, hier sieht man die Lösung, oder was? Ja. Ich glaube schon. Ach so, ich... Oh nein, ich kann aber nicht stampfen, solange ich klein bin. Das habe ich ja gar nicht bedacht. Alter, aber es müsste die letzte Röhre sein. Komm, Bruder, wir brauchen nur... Der Toad kommt schon. Ach nein, hier bekommt man ja gar nicht den Pilz. Wie dumm bin ich? Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Er schaut sogar nochmal extra nach, der blaue Toad, um sicher zu gehen. Aber ich glaube, es ist die letzte Röhre, die einen ins Ziel bringt. Oder war es die erste? Ja, ist die erste. Ich nehme jetzt die erste, mir ist es egal. Ja! Es war die erste! Yes! Alle hier in diesem Level, alle drei, komplett lost. Weil es ist eigentlich super easy, aber wir haben uns alle wie der erste Mensch angestellt. Wahrscheinlich, weil wir nur Panik hatten. Oh mein Gott. Komm bitte jetzt Rang C, please. Die Idee war gut übrigens. Oh mein Gott. Alle mit Kack-Internet sollten gebannt werden. Ja, kann man jetzt halt auch nicht so sagen. Nintendo als Publisher hat halt das alles zu verantworten. Sternjob, bessere Verbindung da, also Server und sowas bereitzustellen, dass so etwas eben nicht passiert. So, vielleicht haben wir jetzt bessere Karten, Alter. Wir sind zurück in Rang C. Yeah.
Oh Mann. Heute wird's salty, in der Tat, Noxel. Aber derbe. Bin auch endlich mal wieder dabei. Direkt am Anfang wieder Pech. Kannst du auch mal Glück im Privatleben haben? Richtig belastend momentan. Schreibt Mama Togekiss. Ich versuche mich nicht so krass runterziehen zu lassen von den ganzen Dingen, die passieren. Es ist halt so, man muss dran wachsen. So. Ein Rang C-Level. Hier oben ist wahrscheinlich ein Pilz drin. Auch wenn ich dadurch jetzt Zeit verliere, ich gönne ihn mir. Und ich verzichte auf das Auto. Vielleicht braucht man es nicht zwingend. Weil kann ja eh nur einer das Auto haben. Weiß gar nicht, wie kann man das überhaupt abnehmen? Hä? Jetzt ist noch eins gespawnt? Okay. Aber wie gesagt, vielleicht schafft man das Level trotzdem auch ohne. Lol. Ja, geil. Weil die streiten sich alle um das Auto und ich sag so, ja, brauche ich nicht. Wobei, das hier kann ich mir jetzt gönnen. Los! Komm, Sportmodus! Sport Plus und Nitro! Lamborghini Performante! Los! Ah, das ist scheiße, dann aber auch immer in die falsche Richtung guckt zuerst. Hast du unser Sieg? Yeah! Ich sag doch, es liegt nur an Rang D, Alter. Wobei das jetzt auch nicht so ganz flüssig lief. Aber besser als zuvor, muss man sagen. Juhu! Ist aber schon mal wichtig, dass wir ein paar Bonuspunkte haben, damit wir wieder ein paar Level verlieren können, ohne irgendwie runterzuballern in Rang D. Uff. Was? Also mal ehrlich, manche Menschen leben vielleicht an Orten, wo es noch kein Glasfaserkabel gibt, aber trotzdem wollen die zocken. Nintendo sind diejenigen, die einfach mal einen Server bereitstellen sollten. Ja, sag ich ja. Also man kann jetzt nicht die Leute dafür abstrafen. Also ich bin sicher, sehr, sehr viele haben einfach noch einen schlechten Internetvertrag, weil sie sich nicht richtig informieren. Es gäbe locker schon bessere Angebote. Aber viele haben auch keine andere Wahl in Dörfern und so. Da gibt's halt meistens nichts Besseres. Und dann schauen die halt einfach in die Röhre, ja. Und das ist schade und einfach nicht gerecht. Buruchara, danke für 2 Münzen. Magst du eigentlich Pudding, Domi? Ist halt beste. Ja, ich habe letztens über Instagram einen sogar gepusht. Von der gläsernen Molkerei. No ad, aber ist einfach der beste. Dann Sven P. 4 Münzen. Dankeschön. Nintendo Switch Online Server. Nee, Service. Im Jahr 2019. 2019, Leute. Warum schreibt eigentlich jeder Zweite reagier auf Kappi? Warum zur Hölle soll ich auf Capital Bra reagieren? Schau ich maximal privat mal rein, aber warum? Hat er irgendwas über Nintendo gerappt oder? Why? Und richtig belastend, dass ich jetzt hier in einem Bonusraum bin, der mir eigentlich nichts bringt. Den Toad habe ich mal übelst getrollt. Komm, wir gönnen uns die Feuerblume. Es laggt eh wieder. Alter. Nicht mal in Rang C ist man davon verschwunden. Nein! Ja, komm, hol dir. Hol dir! Boah, wir sind so lahm jetzt. Okay, jetzt aber wirklich Turbo-Modus. Komm schon. Das Ziel ist bestimmt gleich in der Nähe, weil die Level sind alle scheiße. Warum kommt denn nicht mal wieder ein gutes, richtig gutes Multiplayer-Level? Oh, wir sind aber Erster. Wir sind alle tot, weil sie sich kein Power-Up gegönnt haben. Da waren wir klüger. Keine Stoffattacke. Wobei, das ist Ziel. Egal, egal. Renn, renn, Bruder, renn. Luigi. Ja, scheiß drauf. Toad kommt, Toad. Aber okay. Yes. Kann euch nur sagen, Leute, auch wenn viele Probleme mit Kabel-Internet haben, wenn bei euch ansonsten nur Drecks-Internet am Start ist, versucht es über Kabel, Vodafone Kabel. Da gibt's meistens bessere Leitungen, hast du vielleicht ein paar mehr Ausfälle und so eine Scheiße, aber grundsätzlich ist es eigentlich besser. Wirklich. Und günstiger. Ich will gar nicht wissen, was die Leute, die noch in ihren alten Verträgen für diese Bullshit-Leitung zahlen,
Gosh. Das ist, glaube ich, das Allerschlimmste. Ja, level mal Müll, natürlich. Du hast noch 2D-Gegner. Ah, okay. Stimmt, da wird manchmal ein bisschen gemischt, ne? Weil vorhin, als wir im D-Rang waren, haben wir auch hin und wieder mal C-Leute drin gehabt. Stimmt. Ja, die müssen weg! Weg, Gesindel! Verpiesst euch! Spaß. Crafting-Zocker, danke für dein VIP-Abo. Dom Fanerz nochmal mit 45. Es ist so schwer, gegen die Gegner im Gegnermodus zu gewinnen. Nee. Wenn die Verbindung stabil wäre, dann hätte jeder auch bessere Chancen. Wieder 2D-Leute am Start, ne? Sun is falling. Und gegen diesen T-Blue haben wir doch vorhin schon gespielt. Sind hier ernsthaft nur dieselben Leute am Start? Wahrscheinlich, weil der Rest schon keinen Bock mehr hat auf den Online-Modus. Oh nein. Jetzt ist die Verbindung richtiger Müll. So, ich nehme den Pilz. Der mir nichts bringt. Yay. Hat da schon einer drauf gedrückt? Nö, irgendwie nicht. Pilz? Blume sogar. Meine Güte, da komme ich nur mit Anlauf rauf. Oh, jetzt bin ich halt letzter deswegen. Hoffe mal, dass die irgendwie sterben, die anderen. Muss man da mit den Greifern hoch? Hoffe nein. Stern. Ja, komm! Das muss unser Sieg sein. Wir haben den Stern! Yes, die sterben alle! So nice. Es geht noch weiter? Oh Gott. Aber wir haben als einziger den Checkpoint erreicht. Die anderen sind alle gestorben. Also wenn das jetzt kein Sieg ist, dann weiß ich auch nicht. Brauche ich den Yoshi? Alter, das ist schon wieder so ein Mülllevel. Ich hoffe nicht, dass man da irgendwo auf so einer Wolke landen muss, weil das wäre hart belastend. Okay, man muss sich hier aber runtergraben. Vorsicht vor der Scheiß-Sonne. Oh, war das knapp. Alter, das war so knapp. Level triggern. Oh, dann geht's da nicht mal weiter. Mir kommt so die Kotze. Komm. Schneller. Springen. Ja, gut. Gut. Oh, wer baut sowas? Der Luigi ist auch schon hier in diesem Bereich. Schneller, Toadette. Luigi ist dir auf den Fersen! Oh, jetzt kommt ein dreckiger Sprung, oder? Nee, man muss einfach nur runter. Okay, hier ist irgendwo das Ziel, kommt schon! Oder halt eine Röhre, die zum Ziel führt. Ja, gut, 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 gut. Jetzt läuft's! Respekt an deine Geduld bei so vielen Lags. Ich muss durchziehen hier. Wir müssen Rang B erreichen. Das ist das große Ziel. Und wir sind jetzt auch auf einem guten Weg. Das war nicht gut. Der Level ist doch voll okay. Kenne ich jetzt nicht. Nochmal ein 100er. Schön. Man braucht wieder nur 1000 Punkte. Ich hätte sogar gedacht, das steigt an, aber tut's gar nicht. Leon XD, danke für deine VIP-Mitgliedschaft. Olli Rockstar hat einen 5er da gelassen. Bist du besser, bleibst du, wie du bist. Liebe Grüße geht zurück. Olli Rockstar, nochmal ein 10er rausgehauen. Bei dem läuft scheinbar. Danke, 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 danke. Nico Tim, Trolle spielen Mario Maker mit schlechtem WLAN. Ich glaube, das sind nur ganz wenige, die sowas machen. Und dann auch richtig dumme Leute. Also, nee, das denke ich weniger. Ah, das läuft gut. Gönnung.
Pilz. Okay. Der Pilz wird uns noch... Ja, geil. Hier komme ich jetzt gar nicht mehr weiter. Und ich habe gedacht, der Pilz wird uns noch helfen. Aber Moment, diese... Genau, diese Blöcke, die respawnen alle nach einer Zeit. So auch der. Aber ist sowas wirklich fair? Ich hätte mich einfach treffen lassen sollen. Sevel ist böse. Und ich bin blöd. Scheiße. Ja, stirbt wenigstens. Was ich gut... Ja, es sei ihm vergönnt. Es sei ihm vergönnt. Es war ein schwieriges Level, es hat nicht so krass geleckt. Er hat es schon verdient dann. Und die Idee finde ich sogar gut, auch wenn es hart war. Da hast du schon mal den Hof? Nein. Die Akromaus, lässt einen Fünfer da. Das geht echt gar nicht. Ich frage mich, wie du so viel Geduld hast, das weiterzuspielen. Die anderen Parts waren richtig witzig. Ja, ich hoffe, dass das hier auch ein bisschen witzig ist. Mittlerweile läuft es ja auch besser. Kann ich ja nichts für, aber ich versuche standhaft zu bleiben, um den Rang B zu erreichen, auch wenn ich sehr viel leiden muss. Alter, mit 3 D-Leuten. Wieso bin ich denn in Rang C, wenn ich D-Leute als Mitspieler kriege? Da läuft eine 80-jährige Flüssiger. Der ist böse. Ah, man braucht den Yoshi. Aber es gibt doch nur einen. Ja, toll. Und nun? Ah, gut. Die spawnt auch. Hab ihn. Oder auch nicht. Na, geil. Super, und der war nur für diesen einen Sprung. So, soll das heißen, ich brauche jetzt einen weiteren Yoshi und einen Pilz? Ja, soll das heißen. Den habe ich schon mal. Yeah. Okay. Nee, in Coburg war ich auch nur einmal vom Landgericht, aber sonst nicht. Ingo, danke für 2 Münzen. Moin, nur mal eine kleine Spende am Rande. Dankeschön, halt das auf. Olli, rockst du nochmal ins Vanni. Bleibst du, bist der Beste. Danke, du auch. Vor allem, was du heute raushaust, ist heftig. Und MaxTV, danke für 1 Münze. Escudo, 5 Münzen, Lies. Ich komme gar nicht hinterher, ihr merkt das. Deswegen versuche ich mich auch so ein bisschen zu beeilen. Man sollte in einen Unranked-Mode gehen können, wo Internet egal ist und ein richtiger Mode, wo man nur mit bestimmten Internet reinkommt. Naja, hat man ja im Prinzip. Ich denke mal, dieses Miteinander-Spielen ist auch eher so für die gedacht, die halt bei Gegeneinander nicht mithalten können. Sei es jetzt skilltechnisch oder auch vom Internet her. Deswegen gibt's da ja keine Punkte. Absolute Mülllevel. Das ist schon auch enttäuschend, ja. Also ein bisschen besser darf's schon sein. Oh, 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 oh. Es leckt wieder. Nein, ich war nur Zeuge vom Landgericht. Alles gut. Aber ich zeig Nintendo gleich an. Ah, siehst du, kaum droh ich mit Anzeige, läuft wieder. Alles klar. Danke für die Blume. Wir müssen den irgendwie einholen. Oder er stirbt. Stirbt verdammt nochmal. Yes. Yes, 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 Bruder. Ziel, 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 Ziel. Sag mir Ziel. Nein, noch nicht ganz. Scrolling. Oh no. Ich darf nicht sterben.
Sonst bin ich sowas von hart, RIP. Die Münzen sind mir sowas von wurscht, ey. Ist hier noch eine Blume drin? Okay. Geilo. Oh crap, welcher Weg? Welcher Weg? Weiß das nicht. Aber ich glaube, ich habe den richtigen genommen. Ja, drüben wirst du getriggert und hier ist man eigentlich nur am Chillen. Sehr gut. Oder? Warte. Doch, doch, sieht gut aus. Yes, ich bin auf dem richtigen Pfad. Auch mal Glück gehabt. Oh, warte, warte, die Stelle sackt. Wie komme ich da hoch? Oh, oh mein Gott. Alter, das war die letzte Chance. Was ist das jetzt für ein Scheiß? Oh nein, ich muss sie besiegen. Und das liegt. Und ich sehe schon kommen, was passiert. Ich werde ihm zwei Leben abzocken. Und dann taucht der Luigi auf und nimmt mir den Schlüssel weg. Ja, genau so kommt's auch. Ich wusste es doch, lul. Ey, wie lame. Wie lame. Ich mache den Aufwand und er kann mir jetzt einfach nachjoinen. Aber wenn jetzt hier das Ziel ist, dann ist es egal. Okay. Dann wurde der Aufwand noch belohnt. Boah, aber das hätte mich so zerstört, mein gesamtes Selbstwertgefühl, wenn das jetzt noch ein Fail gewesen wäre. Nur weil er im richtigen Moment dazu stoßt. Oh mein Gott. Das Level war... Das kriegt sogar mal ein Like. Könnt ihr mir auch geben. Wenn ihr wollt. Unkreativ. Vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Gleiches gilt für Swoll92. Dann Juli T. Ich bin von O2 zu Telekom gewechselt. Ja, es kommt drauf an, was du halt da gebucht hast. Bin jetzt von beiden kein so riesiger Fan. Und was du zahlst. Aber Telekom ist meistens überteuert. Wenn sie dir dafür wenigstens eine gescheite Leitung geben, dann sei es okay. Das weiß ich natürlich nicht. Fabian Riedel, danke für 5,49. Schau euch seit 7 Jahren täglich und wollte mich einfach mal für die tolle Unterhaltung bedanken. Vielen, vielen Dank. Aber noch viel mehr danke fürs Dabeisein. Yes, nur 10 Leute. Komm. Verbindung ist gut. Ich spüre. Echt? Ja, echt. Dafür gibt's aber bald 5G. Weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also eigentlich finde ich 4G ausreichend. Bin ich da der Einzige? Ich finde, die sollten eher 4G überall krass ausbauen, als jetzt wieder den nächsten Step gehen. Was dann eh wieder nur, ich habe gehört, in 5 Städten oder so verfügbar sein wird. Ah, toll. Abzin, danke für eine Münze und Rayhill Free für 5 Münzlis. Ich finde es halt echt schlecht, dass es ja einen Mehrspieler-Modus gibt, aber nicht nur diese Level drankommen. Manches ist halt nur für einen Spieler gedacht. Das Problem ist, also ich habe das anfangs auch gedacht, aber das Problem ist, Alter, warum leckt es jetzt? Ich bin nur mit 10 Leuten, Alter. Das Problem ist, du kannst als Level-Erbauer nicht festlegen, dass ein Level für den Multiplayer gedacht ist, weil du es nicht im Multiplayer spielen kannst. Also du könntest jetzt zum Beispiel auch keine Rätsel-Level bauen, die man nur im Two-Player schaffen kann, also im Miteinander-Modus, weil du das einfach so nicht hochladen kannst. Du kannst es nur alleine spielen. Das ist halt auch super dumm durchdacht von Nintendo, weil so wird es niemals richtige Multiplayer-Level geben. Alter. Wie viel FPS sind das jetzt? 4, würde ich sagen. 4. Läuft ja hart. Ja, ich rauch noch eine. Toadette, mach halt. Wartet sie mit Absicht? Nein. Aber es kann ja immer nur einer gegriffen werden, deswegen. Hätte mir nichts gebracht, wenn ich gesprungen wäre. Diese Verbindung. Wenn das jetzt ein schweres Level ist, ne? Ich lass sie mal springen und dann bringe ich sie um. Damn, hat nicht funktioniert. Jetzt vielleicht? Bist du tot? Ich hoffe, du bist tot. Im Ernst? Nicht gestorben? Aber nicht. Doch, doch, jetzt. Hm.
Online-Modus ist großartig. Dafür zahl ich gerne. No one ever. Ja, jetzt werde ich hier krepieren, ne? Ja. Boah. Holy. Komm schon, rennen! Als hätte ich 100 Kilo Gewichte an den Armen. Lauf, Forrest, lauf! Checkpoint erreicht. Ah, gut. Ich dachte, man hätte oben lang gemusst. Aber ich bin hier richtig. Es kommt ein Boss. Das ist natürlich super, wenn ich den mit 3 FPS besiegen muss. Warte mal, wart. Der Schalter war fake. Ich glaube, man muss gar nicht gegen den Boss gewinnen. Man muss einfach nur durch die Tür und das war's. Oh Mann, spring gegen den blöden Block. Nein, das ist falsch. Blöder Trottel. Ah, bring ihn um, bring ihn um. Ehre. Achso, nein, ich brauch hier rot. Ich dummer Idiot. Ja, genau. Genau, komm schon. Komm schon. Geh durch die Tür. Geh einfach. Nein, geh durch die Tür. Ja, geh durch die Tür. Yes. Komm, weiter. Lol. Das ist eine Blume. Muss ich nach links? Ich glaube, da war noch eine Tür da links, oder? Irre ich mich? Ich muss nachschauen. Aber ich glaube, da war eine Tür. Ah, nein, das war dann wohl die ich gerade sehe. Ja, stimmt, da ist der Checkpoint. Okay. Lauf. Ich hoffe, der blaue Toad stirbt nochmal. Allein, weil er jetzt nicht durch die Tür kann. Ha, ha. Komm, geh. Lol, wie lange geht der Stream schon? Egal, ich will Rang B erreichen. Dafür streame ich jetzt auch, wenn es sein muss, 2 Stunden. Oh, ich habe hier einen Stern gefunden. Perfekt. Denke mal, jetzt kommen irgendwelche fiesen Gegner. Ne, ein Bowser. Und wir können ihn einfach mit dem Stern umrennen. Oh, warte, er fliegt. Aber wir könnten uns theoretisch jetzt hier unten durch. Ja, genau so. Oh, yes. Haben wir aber auch verdient den Sieg, oder? Komm. Der Chat geht voll ab wegen der Tür. Das war aber auch richtig nice einfach. Das ist so schlecht, dass es schon wieder lustig ist. Da hat Axel recht. Bruder muss los. Soll das so stottern? Das Spiel? Es soll nicht, aber es tut. Like für die Tür. Die Tür war wirklich das Beste aus dem Stream bisher. Und Olli Rockstar, der... Alter, Junge! Der einfach nochmal 50 Münzen donated über Superchat. Danke, gab Urlaubsgeld. Da kann man mal ein bisschen was dem besten YouTuber meiner Meinung nach geben. Vielen, vielen Dank. Aber steck's auch in, wenn du jetzt Urlaub hast, weil es ist ja gerade Sommer. Komm, flieg auf Mallorca oder so und gönn dir da einfach mal eine Woche. Danke dir auf jeden Fall für, was weiß ich, knapp 100, glaube ich, insgesamt. I appreciate it. Aber buch dir noch einen Flug nach Mallorca. Let's go. Oder wo auch immer du hin willst. Wie lange braucht das Level jetzt wieder zum Beenden einfach? Das gibt's doch nicht. Die Messages unten links sind auch göttlich. So, wie war das Level? Es war eigentlich auch, ja... Das mit dem unsichtbaren Stern finde ich nicht ganz so geil. Das ist ein bisschen unfair. Wobei, man kann es auch so schaffen. Okay, komm, wir liken mal. Welchen Internetanbieter hast du? Vodafone Kabel 500.000er Leitung. 1 Gigabit würde ich nicht buchen, die ist noch verbuggt. Gut, vielleicht haben sie es mittlerweile gefixt, aber kann ich keine Empfehlung aussprechen. Ich musste zurückbuchen, weil ich nur Probleme damit hatte. Deswegen konnte ich auch lange Zeit nicht streamen, beziehungsweise der Stream hat irgendwann angefangen zu laggen. Genau wegen der 1 Gigabit Leitung war das.
Leute, die meine Streams vor ein paar Monaten verfolgt haben, die werden wissen. Deswegen dafür keine Empfehlung, aber dafür wieder Daumen hoch für den Kundensupport über Twitter, Telefon eher nicht. Die Twitter-Leute haben sich gut gekümmert. Stern geht immer noch. Ja, die Musik, die leckt ja nicht, deswegen. Hier ein bisschen Schmerzensgeld. Von Executor, danke für 2 Münzen. Und Deathlight.de, neues Mitglied geworden. Willkommen, willkommen. So, nächstes Level. Das läuft einigermaßen. Okay. Aber wir müssen jetzt erst mal durch. Los! Nein! Irgendjemand hat mich geschubst. Ich bin nicht gesprungen. Ich glaube, der blaue Toad hat mich geschubst. So ein Arsch. Na komm, respawn. Hallo! Ich habe jetzt voll die Arschkarte hier. Ich muss auf jeden Fall hoffen, dass die anderen noch sterben werden. Okay. Sieht gut aus. Aber der blaue Toad, der mich ermordet hat, der lebt noch. Komm, Risiko. Ja, ja, Ehre. Ich dachte, die bleibt dann ein paar Sekunden hängen an der Wand, aber tut sie nicht. Shit. Schau mal, im Heidepark gewesen. Nee, die ganzen Parks will ich erst so demnächst besuchen. Ich war bis jetzt nur im Playmobil-Land. Weil das halt in meiner Nähe ist, deswegen. Oh, knapp. Und halt in Los Angeles, Disneyland und Universal Studios. Was beides sehr geil war. Aber so die ganzen Parks in Deutschland und so, nee, habe ich noch nicht besucht. Was, so verabschiede mich jetzt wieder. Stadtfest bei uns. Alles klar, Petto TV, dann viel Spaß beim Stadtfest. Wir haben immer noch Chancen! Lauf doch bitte einfach flüssig, dann kann ich die Sprünge auch richtig timen. Gut. Oh, hier geht mein Ruf kaputt, nicht deiner. Weil der Online-Modus hat keinen Ruf mehr. Keinen guten jedenfalls. Den Luigi lasse ich nicht durch. Ach, verdammt. Magst du Pommes? Übelst. Also wenn sie gut sind, ja. So Trüffelpommes habe ich in letzter Zeit übelst für mich entdeckt. Geh halt weg! Wie einfach keiner so weit kommt. Aber jetzt schaffen wir es weiter als alle anderen, ich schwör's euch. Wir zeigen unseren heftigen Skill! Ja, also nicht so wie geplant, aber ich habe mein Wort gehalten. Na geil, und jetzt ist Zufall am Start. Ich glaube, die oberste Tür ist richtig. Ich nehme die oberste. Die ist auch am schwierigsten zu erreichen. Achso, ich bin oben. Man braucht rote Münzen? Alter. So, wo ist jetzt der Mario reingegangen? Rechts, oder? Egal, man muss wahrscheinlich sowieso jede Tür betreten. Weil in jeder eine Red Coin ist. Sprich, es ist besser, wenn wir uns dahin begeben, wo noch niemand ist. Also eigentlich haben wir alles richtig gemacht. Warte mal, wieso habe ich jetzt 3 rote Münzen? Ich habe schon einen Schlüssel. Hä, wo war denn die erste Red Coin? Die habe ich komplett, ohne es zu checken, aufgesammelt. Hä, wo war die denn? Haha. Haut ab! Ach, als ob! Jetzt warten die nur, oder was, bis ich die Tür aufmache? Wie hart lächerlich ist das denn? Und sowas hasse ich einfach an dem Online-Modus übelst. Ach nein, warte mal. Ich hatte den Schlüssel gar nicht, sondern Mario. Die roten Münzen werden zusammengezählt und zählen für jeden. Was ist denn das für ein Scheiß? Ist das euer Ernst, Nintendo? Das bedeutet,
Ich hätte mich da jetzt einfach nur hinstellen müssen und die anderen die Drecksarbeit machen lassen können, so wie es die anderen dann auch gemacht haben. Irgendwann hat Mario die Tür aufgemacht. Ey, was soll das? Ich habe 2 rote Münzen beigesteuert. Solche Level sollten einfach komplett gefiltert werden, wenn sie rote Münzen haben. Oder du machst es einfach so, dass jeder alle roten Münzen sammeln muss. Warum, bitteschön, gibt es ein gemeinsames Konto in einem Gegeneinander-Modus? Warum? Wer denkt sich sowas aus? Ja, Red Coins werden von allen gesammelt. Das ist das Problem. Derjenige, der die letzte rote Münze sammelt, kriegt den Schlüssel. Das kannst du nicht ausdenken. Da muss doch das Entwicklerteam da gesessen haben und überlegt haben, jo, wie gehen wir mit diesen Leveln um? Und alle muss gesagt haben, ja, wir machen da so ein gemeinsames Konto so, der Letzte kriegt den Schlüssel, ist ja egal, wenn der Rest einfach nur rumsteht. Ey, da gewinnt halt der als Erster durch die Tür geht, so, weißt? Regt mich vor allem deswegen so auf, weil wir ja safe am besten waren in dem Level. Als Erster weitergekommen, 2 der 3 roten Münzen gesammelt. Ja, dann kriegt der andere den Schlüssel einfach so. Okay. Alles klar. Ich glaube, irgendwann werde ich zu diesem Modus ein Kritikvideo machen. Und alles zusammenfassen, was mich abfuckt. Was dringend geändert gehört. Wird zwar wahrscheinlich nichts bringen, weil es die Japaner nicht interessiert, aber wer weiß, vielleicht erreicht sie es ja doch irgendwie. Aber das muss denen doch von vornherein klar sein. Mario, du musst sterben. Was ist besser, durch die Röhre oder drüber? Ah, egal, weil die Leben bringen einem ja nichts. Ja, das. Ja, das Ziel erreicht. Ist wie im echten Leben. Okay, irgendwie hat Blue damit recht. Leider. Aber bitte lasst doch wenigstens unsere Spiele eine perfekte Welt sein, in die wir uns zurückziehen können. Was? Du hattest den Schlüssel. Man kann dem Besitzer den Schlüssel klauen. Hä? Ja, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall alles Bullshit. Auch in dem Fall braucht man sich dann einfach nur vor die Tür stellen und warten, bis der Typ mit dem Schlüssel kommt. Es ist egal, ob ich den Schlüssel jetzt hatte oder er ihn bekommen hat. Im Endeffekt ist es dasselbe. Man ist der Klügere, wenn man einfach nur vor der Tür campt. Ist halt so. Das darf halt nicht belohnt werden. Weil es macht keinen Sinn dann. Denn du musst das Online-Gameplay echt in den Griff bekommen. Manche Runden sind unspielbar. Ja. Kleine Ehrenspende. Danke Extreme XD für 2 Münzen. Und Olli Rockstar. Danke, Urlaub ist bereits gebucht. 2 Wochen Lanzarote. Yeah! Sehr schön. Viel Spaß dort. Joshua Neuss, 2 Euro für eine bessere Leitung. Hä? Mann, ist doch gut. Ja, dann musst du dir eine bessere holen. Oh yeah, wieder Lagfest. Oh yeah, ich bin sogar hochgeschleudert worden. Der Applaus passt. Der Applaus kam jetzt nur, weil es auf einmal weiterging. So von wegen, ja, es bewegt sich noch was hier.
Und warum bin ich gesprungen? Dadurch ist der Mario jetzt nach vorne gekommen. Das schaffst du nicht ohne. Ich helfe ihm auch noch, wie dumm einfach. Lul. Oh Mann, ihr seid doch alle dämlich. Sagt mir nicht, dass da das Ziel ist. Nee, noch lange nicht. Oh ja, komm, komm! Nein! Als ob. Jetzt bin ich der Einzige, der hier am Lutschen ist. Aber Bruder, das darf doch nicht wahr sein. Das ist ein Scheiß. Aber das ist sogar, auch wenn es mich triggert und ich der Leidtragende bin, das ist sogar ein ganz gutes Multiplayer-Level gewesen. Also dich hier halt hart gegenseitig trollen kannst oder halt auch ungewollt helfen. Irgendwie ist das cool. Sterbe ich hier oder werde ich zurückgesetzt? Okay. Ja, ich habe eh keine Chance mehr. Ich bin erledigt. Bin sowas von erledigt, ey. Oh mein Gott, die Brücke! Und das jetzt auch noch bei Lags. Ja, gut. Vorbei. Curie, 2 Münzen, danke. Werden Tippi-Spenden nicht eingeblendet? Nicht vorgelesen. Doch, natürlich. Aber ich bin jetzt immer noch dabei, Superchat zu beenden, was ich hiermit getan habe. Und gehe jetzt erst zum anderen über. Weil wenn ich wechsle hin und her, dann verliere ich komplett den Überblick. Deswegen. So. Nehmen wir hier mal den Anfang. So, so viele sind es gar nicht. Von Schauga, gib mir deinen Hut. Link in der Videobeschreibung, mein lieber Schauga. Robtendo, 2 Münzen. Endlich schaffe ich es mal wieder, live dabei zu sein. Und dann bei so einem Stream. Donation von ND Cube Deutschland. Ja, natürlich. Wir von ND Cube wollen endlich Frieden schließen und wir hoffen, du nimmst es an. Spielspaß für alle. Ist klar, ist klar. Saphir-Legenden. 4 Münzen da gelassen. Bin jetzt seit 5 Jahren dabei und wollte einfach mal Danke sagen für die vielen coolen Videos. Freut mich. Dankeschön und viel Spaß weiterhin. Extreme XD, nochmal eine 2 Münzen auf Ehrenspende dagelassen. Alles klar, danke. Und jetzt wäre ein wunderbarer Sieg wieder am Start, oder? Das Level war zumindest gut. Ja, fand ich auch. Also ich akzeptiere die Niederlage. Es war ein gutes, kompetitives Level, PvP-mäßig. Kann halt nur einer gewinnen. Es war aber gut, ja. Würde ich auch sagen. Wie blöd bin ich? Ich hol den Pilz, um dann in die Piranha-Pflanze reinzurennen. Also manchmal muss man sich schon fragen, ob ich für den Job hier eigentlich qualifiziert bin. Aber es ist nur Toadette vorne, wenn sie noch sterben soll. Mario, du Arschgel... Man kann den Hut nicht in der Videobeschreibung kaufen. Doch! Da müsste ein Merch-Link sein. Safe. Ansonsten bin ich komplett lost. Wenn ich meinen Merch nicht verlinke. Andernfalls, der Nightbot postet das manchmal in den Chat auf jeden Fall. Du findest es aber auch so gut wie in jeder anderen Videobeschreibung. Sollte es jetzt tatsächlich nicht drin sein. Oh, komm, lauf! Alter! Ach, ich gebe auf. Erstens stirbt er eh nicht und ich habe keinen Bock auf diese Lag-Scheiße. Versuchen wir unser Glück bei einem anderen Level. Siehst du, selbst das Sterben dauert 50 Minuten. Nixey, vielen Dank für 2 Münzen. Hey, trotz der Lags, mega nicer Stream, bin schon seit... Ich will nicht zuschauen! Gott.
Bin schon seit 4 Jahren mit dabei und hab immer Spaß bei den Videos. Danke, Nixey. Ich bewerte das Level nicht, weil ich nichts gesehen habe. Es ist zu laggy. Ja, deswegen habe ich jetzt auch abgebrochen. Die Chance, das noch zu gewinnen, ist halt unter 1%. Ne? Kein Merch-Link. Ernst nicht? Labert doch nicht. Als ob. Jetzt muss ich nachschauen. Wie lost bin ich denn? Kann nicht sein. Doch, ist echt so. Und dann am Ende des Monats so, hä, wieso hat denn keiner was gekauft? Oh Mann, wie dumm einfach. Ja, das werde ich dann wohl auch ändern. Aber der Nightbot postet es manchmal in den Chat, glaube ich. Also daran habe ich gedacht, hey, Sev ist gut. Und es leckt nicht, Leute, es leckt nicht. Könnt ihr das auch fassen? Oh mein Gott, help. Alles ein bisschen ruhiger angehen. Ich hoffe, es kommt gleich ein Checkpoint oder so. Wir haben es eigentlich schon... Wieso? Hä? Mario fragt Neustart für alle. Ist der lost, der Typ? Warum? Nur weil er gestorben ist oder was? Es läuft doch gut. Hey, warum? Nur weil das für dich zu schwer ist? Sag mir jetzt nicht, man kann das Level abbrechen, nur weil es für die anderen zu schwer ist. Es muss, wenn, dann schon jeder für einen Neustart. Ja, das ist Ziel. Ja, jetzt können wir neu starten. Alles klar. War doch überhaupt nicht schwierig. Was labert der Luigi? Überhaupt nicht. Null. Oh, danke, Blue. Er postet gerade milliardenfach den Merch-Link. Ja, war gut. Werde ich ändern. Es fehlt dann wahrscheinlich auch bei allen anderen Parts. Komplett los. Ja, wir kommen in dem Rang B immer näher. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es noch schaffen, aber wir ziehen durch, Leute. Wir ziehen durch und schaffen es. Award für Best Merch Rant. Das ist halt wirklich peinlich. Paul 15, danke für 2 Münzen. Ist es nicht so, dass eigentlich nicht Nintendo daran schuld hat, dass es leckt, sondern eher diejenigen, die eine schlechte Internetverbindung haben? Nein. In erster Linie Nintendo. Ich meine, schau dir Sony und Microsoft an. Da bezahlst du auch Geld, aber die haben Server. Und da läuft's. Da läuft's. Aber Nintendo baut immer noch auf Peer-to-Peer. Und das ist die Wurzel. Der ganze Schose. So, jetzt wieder durch Lags durch. Aber das Level schaut vom Aufbau her auch ganz gut aus. Man sieht direkt, das hat jemand gemacht, der ein bisschen Ahnung hat davon. Ja. Okay. Schade, ich würde das sehr gerne ohne Lags spielen. Aber darf ich nicht. Vorsicht, der Hammerbruder. Immer mal kurz chillen. Und jetzt rutschen. Ein Pilz? Blume, oh. Okay, nur noch Mario lebt. Wenn er stirbt, haben wir gewonnen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, der wird nicht sterben. Der wird nicht sterben. Nein, nein, ich wollte ihn nicht... Nein, ich wollte ihn doch extra... Ach. Schade. Lag is real again. That's it. Hab mir am Mittwoch eine Deka-Tasse geholt. Hab ich doch gar nicht im Angebot. Klicken Like.
Jugma, vielen Dank für übertriebene 50 Donation. Hier etwas Trinkgeld für den guten Nintendo, denn ich bin schon seit 2009. Es ist so beschissen, ich kann das halt kaum lesen, weil es so einen weißen Hintergrund hat und man kann das bei Tippi nicht ändern. Das kotzt mich so brutal an. Warum kann man diesen Hintergrund nicht schwarz machen? Falls es doch geht, dann bitte sagt mir wie. Schon seit 2009, meine Kindheit mit 7, verfolgte. Aber ich mache erst Let's Play seit 2010. Wünsche gehen jedenfalls raus und macht ja nichts draus, dass Nintendo mal wieder keine Mods mag. Ja, darauf spielt er auf das Ende von Super Mario Odyssey Mods an. 3 wurden ja gesperrt. Dann musste ich alle anderen auch down nehmen. War typisch Nintendo und mal wieder nur bei mir scheinbar. Aber so ist es halt. Und wieder. Also es ist schon wirklich langsam frustrierend, dass echt so gut wie jedes Level laggt, Alter. Beim letzten Mal, wie gesagt, hatten wir so 30-40% lagfreie Level und gute. Und jetzt vielleicht 3%. Das ist doch echt nicht wahr. Aber es scheint zumindest auch okay zu sein vom Aufbau her. Ja, was zum Teufel? Nein, nicht runterfallen! Oh. Damn. Kann man nicht die auch irgendwie nehmen oder geht das in Mario Bros. Nicht? Kann man Gegner packen? Nein, in Mario Bros. Nicht. Okay. Alter. Ist man da hoch? Weil ich komme da jetzt nicht mehr hoch. Keine Chance. Ja, auf jeden Fall hat man da Vorteil, wenn man hochkommt. Super. Linda Binz, liebe Grüße und danke für 5 Münzen. Matrix-App, 10 Münzen da gelassen. Danke für die gute Unterhaltung mit Zelda Breath of the Wild. Habe ich erst die Tage gesehen, stundenlang. War richtig gut. Vielen Dank, ich freue mich auch mega auf Breath of the Wild 2. Rudi Lamborghini lässt 2 Münzen da, dankeschön. Und Cosmos 5, vielen Dank für die gute Unterhaltung und deine Geduld bei den Lags. Aber wirklich jetzt du, ey. Es zerrt schon etwas an den Nerven langsam. Andreas Heuzi, danke für deine VIP-Mitgliedschaft. Will Monty, 2 Münzen. Mario Maker Online-Modus triggert mehr als Cuphead. Ist halt echt so, Mann. Übrigens, der Cuphead-DLC wurde auf 2020 verschoben, ne? Schade, aber ist so. Wohl eher bis Rang belastend. Okay, der war gut. Was, bei mir kommen maximal 32 MB an bei 100k Leitung, mehr geht nicht. Bist du per WLAN verbunden? Dann ist es ja normal, dass man da große Abstriche hat. Wenn es eine LAN-Verbindung ist, dann würde ich aber mal ganz schnell den Anbieter anrufen und Ärger machen. Weil das kann es nicht sein. Aber es gibt ja auch einen LAN-Adapter für die Switch. Nur falls einige es noch nicht wissen sollten. So, was ist das jetzt hier? Muss man da durchhalten? Ach nein, ah geil. Das Level ist super kreativ, feier ich mega. Aber hier wird auch wieder das Problem sein. Wann ist der Kluge, wenn man einfach nur rumsteht und nichts macht? Oder? Oder man gibt ihm den letzten Hit, kriegt den Schlüssel und... Hab ich ihn? Ich glaube, ich habe ihn sogar... Lol, ich habe ihn wirklich. Und lass ihn mir klauen. Also tatsächlich, man kann die Schlüssel klauen, bin mir nicht ganz sicher, wie es geht, aber... Scheinbar einfach den Gegner anspringen. Alter, ist das Cancer. Ja, super. Aber jetzt können wir doch trotzdem alle da durch. Wieso gehe ich als Letzter?
Darf nicht wahr sein. Okay, es geht noch weiter. Also selbst wenn man den Schlüssel bekommt, es dauert halt ein bisschen, bis er dann bei einem landet. Und hier kann man nicht ausweichen. Also wirst du als derjenige, der den Schlüssel hat, zu 90% den Schlüssel verlieren auf dem Weg zur Tür. That's the problem. Ich glaube, das einzig Kluge, was man machen kann, ist... Ja, okay, ich habe ihn nicht. Wer hat ihn? Ah, oh, da ist das Ziel, oder? Ich glaube, das einzig Kluge, was man hier machen konnte, war... Du gibst Bowser einen Hit und bewegst dich schon mal hin zur Tür. Hat nicht geklappt, leider. Nein, nicht mit... Nein, 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 das wollte ich nicht. Ich wollte leiten. Nein! Warum kann man das nicht zurücknehmen? Oh, das tut mir jetzt leid, weil das Level war safe and like wert eigentlich. Das ist eine Scheiße. Warum kann man das denn nicht ändern? Was bringt es mir eigentlich, den Stream in 4K zu schauen, wenn nur Nintendo nicht leckt? Auf den Kopf springen zum Clown. Ah, okay, danke, BlueX2. Ich hab eine 400er Leitung und mit LAN kommen 94 an. Ja, dann ruf an, weil das kann's nicht sein. Am Pilz. Na komm! Ah, warte. Lol. Nein, nein. Maximum tilted. Ja, hast du verdient. Hallo? Wo ist denn jetzt die Bahn? Hallo! Ja moin. Die respawnt nicht. Alles klar. Weiter! Haben jetzt alle für Neustadt getippt oder nicht? Ich verstehe halt wirklich nicht, warum solche Level nicht von vornherein gefiltert werden. Wenn man sie doch eh nicht im Multiplayer spielen kann, weil diese Knochenbahn oder was es auch immer ist, nicht respawnt. Ekelhafter Kleiner. Kann man hier irgendwo halt die Fresse sagen oder so? Ach nee, warte, kein Problem, Bruder. Ja, kein Problem. Verstehe ich vollkommen. Hab ich Verständnis für. Ja, mit Danke. Das war geil. Auch wenn ich jetzt hier derjenige bin, der halt das größte Opfer ist, ich feiere es irgendwie. Hui, hui. La 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 la. Deutsche Bahn. Ja. Schaut so aus. Ach ja. Ich hatte eigentlich gedacht, wenn 3 für Neustart stimmen, dass es dann auch passiert, aber es müssen tatsächlich alle machen. Na, großartig. Aber der Mario hat scheinbar keinen Bock. Alter, das war fies. Übelst, ja. Ach, jetzt doch? Ah ja, weil der... Ach so. Ja, aber doch nicht das Level. Sondern ein anderes! Wobei, warte, ich bin jetzt Erster.
Komm, und tschüss. Hau ab, Alter. Nein! Oh mein Gott! Verpisst euch! Verpisst euch! Man kann doch hier grabben! Wie geht grabben? Wie geht grabben? Wie geht grabben? Help! Help! Der Luigi wieder. Ich und der Luigi, wir verstehen uns. Wir verstehen uns, obwohl er mich eigentlich geowned hat vorher. Wo ist der Schlüssel? Achso, hat der Typ hier, ne? Ich sag auch gleich danke, warte. Oh, ich liebe diesen Luigi-Spieler, der hat Humor. Also, auch wenn er im Vorteil ist und wenn er mal im Nachteil ist, genauso wie ich, wir feiern's. Das ist sympathisch. Also ich muss... Oh, das ist ein Scheiß. Ich muss irgendwie... Hier rauf. Was? Das hat nicht gezählt? Leck mich doch an. Ja, mach, Toadette. Mach doch! Du dumme Kuh. Oder krepiere. Mann, gib jetzt diesen blöden Trampolin her. Deutsch und Flieg, ich weiß. Ja, verdient. Gib jetzt, komm, gib. Gib mir. Aber ich bring den um, weil der hat eh nur noch ein Leben. Hä? Hä? Ich hab ihm doch 3 Hits gegeben. Mann, hör auf, du Dumme! Wie kann man werfen, Leute? Ich drück immer Y, aber es geht nicht. Ja, hoffe, du bist gestorben. Oh, jetzt geht auch noch die Zeit aus. Wo ist denn Luigi und Mario hin? Sind die jetzt weg? Ist nur noch Toadette hier? Ne, Luigi ist noch da. Alter, hör auf, hör auf. Komm, wir sind doch Freunde. Wir machen jetzt hier... Wir machen das jetzt fair, okay? Wir können auch beide weiterkommen. Wäre ich komplett mit einverstanden. Oh, sorry, wollte ich nicht. Wollte ich, das war ein Versehen. Aber ist da nichts passiert? Es ist nichts passiert. Ich helfe dir, so wie du mir vorhin, okay? Komm, wir springen beide hier hoch. Wir machen auf Ehre. Ja, wir sind halt wirklich Team. So nice. Nein! Oh nein! Das war aber seine Schuld. Er hat sich... Ja, richtig unverdient einfach. Richtig unverdient. Ich hätte Luigi gegönnt, ja. Aber wie im echten Leben, die bösen sind, gewinnen meistens. ZR und Y. Okay. Schade, Mann. Wie heißt der Luigi-Typ? Saul.de. Okay, der ist cool. Einfach Caro. Danke für 5 Münzen, lieber Tippi. Hi Domi, ich bin seit 2011 dabei, als du Zelda Skyward Sword gespielt hast. Danke für die jahrelange Unterhaltung. PS auch danke für das Fanfoto im KFC diesen Januar. Echt, das war dieses Jahr? Ich dachte, das war letztes Jahr. Aber kein Problem. Oh, es leckt gar nicht so heftig. Gib mir einen Pilz. Das Level sieht schwierig aus. Also ich glaube, wenn man das ohne Pilz macht, dann ist man eher... dumm. Wenn man sich aber gleich treffen lässt, ist man noch dümmer. Alter, ich kann gar nichts. Also hier brauche ich mich jetzt nicht beschweren. Das ist absolute Dummheit gewesen. Absolute Dummheit. Wie kann man so unfähig sein? Wir haben alle schon einen Checkpoint erreicht und ich gurke hier am Anfang rum. Ich glaube sogar, das ist ein Nachbau von einem alten Mario Bros. Castle. Kommt mir sehr bekannt vor, jedenfalls. Oh, hier ist das Ziel. Achso, man muss ihn besiegen. Okay, das ist aber eigentlich ganz gut.
Den Schlüssel. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn, ihr Arschlöcher. Sorry, wollte ich nicht sagen. Ich hab ihn. Haha, ich hab den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel nicht mehr. Gib mir den Schlüssel. Ja, aber das ist doch lächerlich. Einer kann sich direkt vor die Tür stellen und dann, bringt es doch nichts mehr, hier zu kämpfen. Ich hab ihn jetzt zwar, aber, ja, aber das bringt doch nichts. Warte mal. Kann man sich hier irgendwo noch verletzen oder so? Ich hätte eine Idee. Nee, es geht nicht, oder? Warte. Warte, Bruder, ich hab vielleicht die Idee. Komm, 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 gib mir. Wenn das funktioniert, müsst ihr alle 10.000 Likes raushauen. Komm, Bruder, warte. Die streiten sich immer noch und ich springe einfach. Nein! Nein! Ich wollte da oben durch die Lücke durchspringen. Weil wenn alle bei der Tür stehen, dann kann man da oben durch. Nein! Oh, das wäre so genial gewesen. Das wäre der Moment des Jahres. Die hätten sich alle so hart in den Arsch gebissen. Aber es wäre so legendary gewesen. Richtig, richtig schade. Machst du auch mal eine Roomtour? Wenn, dann nur durchs Arbeitszimmer, Morris. Sogar kostenlose Spiele haben Server, schreibt jemand mit japanischem Namen. Ja, es ist einfach traurig für Nintendo. Das ist unbestritten. Wieder letzter. Mist. Hä? Was für ein unglaublicher Rotz ist das denn? Du siehst die Karte ja nicht. Wobei, doch jetzt schon. Hä? Was war denn das dann für ein Bug am Anfang? Man hat ja nicht gesehen, wie das Level weitergeht am Anfang. Hä? Und jetzt auf einmal schon? Ja, gut. Komm schon. Go! Weiter. Rutsch, spring. Und was ist hier drin? Yes, tot. Aber das ist ein Leben. Ich brauche wieder einen Pilz, verdammt nochmal. Also einen normalen Superpilz. Aber wir sind Erster. Komm. GG. Gucci-Gürtel im Boden. Was? Aber hey, flüssig. Stimmt, mir gar nicht aufgefallen. Kommt mir bekannt vor. Was denn? Das Level? Jonas Reichert, danke für eine Münze. Monto Leon ist VIP-Abo geworden. Willkommen in der Community. Anne-Maria Stadelmann, 2 Münzlis dagelassen und Maurus, 5 Münzlis. Danke, Domi. Er bedankt sich für den Stream, nehme ich an. Den ich mir zwar anders vorgestellt habe mit mehr Siegen, aber wir schaffen den Rang B doch noch irgendwie, glaube ich. Bin auf jeden Fall sehr nah dran. Ich glaube, wenn man schon mehr als die Hälfte Punkte hat, dann wird man auch mehr mit Rang C-Lern zusammengewürfelt. Dadurch läuft es halt ein bisschen besser. Okay, wieder fast jeder gestorben. Fast alle tot, alle. Wir haben, naja, wir haben Yoshi wenigstens. Komm, Yoshi! Oh, gosh, ich hab ihn noch.
Aber was ist das denn wieder? Ey, Mario, du kannst mich mal, ne? Ja, okay, er ist tot. Ich wollte ihn aber eh fressen. Man muss der Sieg sein, muss der Sieg sein. Mit Yoshi muss man siegen. Okay, Yoshi ist weg. Das ist blöd. Nein, nicht so hochspringen. Was ist das für ein Mülllevel schon wieder? Okay, jetzt geben wir es allen. 2800 Likes. Na dann lasst mal die 3000 jetzt voll machen hier. Wäre cool. Ja, selbstverständlich spiele ich Luigi's Mansion 3, ist doch klar. Wie viel fehlt noch? Okay. 1 bis 2 Siege. Wir hatten sogar einen Bela. Ab 1900 wird's echt salty. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bewirkt. Also ich denke, die Schwierigkeit bleibt immer gleich. Hängt halt krass von den Leuten, die du bekommst und von der Verbindung ab. Aber ja, wir haben jetzt immer, wie es aussieht, einen mit Rang B dabei. Das ist gut. Ja, ja, einigermaßen flüssig, aber nicht 100 pro. Egal, wir versuchen es. Wir versuchen es nochmal. Aber jetzt schon letzter. Belastend. Nein, nicht zurückspringen. Hier, genauso wie der Mario wollte ich drüber. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe gar nichts. Okay. Aber Mario muss sterben. Oh mein Gott. Ich glaube, man kann da durchrennen, ne? Mario, bitte erreich nicht das Ziel. Stirb einfach. Und warum fängt es jetzt auf einmal des Todes an zu laggen? Oh mein Gott. Yeah. Nein. Welche Tür? Welche Tür? Brauche ich überhaupt irgendeine Tür? Was ist das wieder für ein Scheiß? Alter. Ich glaub, das Level ist so schlecht gebaut, wir können hier einfach durchrennen. Ja, ist halt echt so. Da ist er, der Mario. Wir haben ihn fast. Aber ich fürchte, es wird nicht reichen. Ja, warum geht die Röhre jetzt nicht mehr? Ach, egal. Machst du auch nach B noch ein bisschen weiter? Nee, auf keinen Fall. Ich bin froh, wenn ich B überhaupt erreiche. Das Stream läuft ja auch schon sehr lange. 3300 Likes. Yes! Sehr gut gemacht, geil, danke. Lags in Partien können unter Umständen sogar hilfreich sein, da man schneller reagieren kann, wenn auch Zeit versetzt. Kommt aufs Level drauf an. Wenn du eins hast, wo du super viele Sprünge timen musst, vor allem mit Notenblöcken oder Trampolinen, dann rest in peace. Aber bei so Hammerbrüdern oder so, ja, dann kann es ein Vorteil sein. Manche Level sind echt komisch. Ja, ich weiß nicht, wieso man sowas hochlädt. Naja, wir hätten es fast geschafft, ne? Fast! Oranger Shy Guy, vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Alkoholix, 2 Münzen und deutscher Phoebe für 1 Münze. Sehr sozial. Was ein Mist. Ja. Denke aber, jetzt sieht's wieder besser. Wir hatten halt wieder ultra Pech mit dem Level. Fandest du den Online-Modus in Teil 1 besser oder magst du den jetzigen mehr? Ja, im ersten Teil gab's ja gar keinen.
Was kommt denn jetzt? Hoffe mal, diese Goomba sind nur Deko. Mann, ich will da durch! Wieso bin ich immer der, der am meisten geowned wird? Oh, lol. Wobei, warte mal, in dem Fall war's gut. In dem Fall war's wirklich gut. Was ist das für ein Rotz? Guckt euch das mal an hier. Spawn 1000 Gegner. Miausa ist am Start. Aber ich habe aus irgendeinem Grund so einen Pilz bekommen. Katzenglocke. Gib mir die Katzenglocke. Und dann ist das Level wieder nur 10 Meter. Ach, ist eine Scheiße. Absoluter Müll mal wieder, Alter. Ja, dann brech halt ab, wenn er gewonnen hat. Was muss es jetzt hier noch 10 Stunden laggen? Ein Tipp von mir. Versuch nicht Rang A in einem Stream zu erreichen, außer du willst über 5 Stunden streamen. Aber müsste es nicht dann wenigstens bei Rang A stabile Verbindungen geben? Oder braucht man einfach viel mehr Punkte? Ist das jetzt ernsthaft gestürzt? Schön salty. Ja, allerdings. 4000 Likes gehen klar bis Ende. Wenn wir Rang B schaffen, dann hoffentlich, ja. So ein Level von dem Japaner? Mann, wir dürfen nicht so viele Punkte verlieren. Aber jetzt sind es eigentlich schon wieder 2 Siege, die nötig sind. Außer wir kriegen mal 180 Punkte auf einmal oder so, was ziemlich unwahrscheinlich ist. Willkommen im Trash-Ozean. Welche kommenden Spiele Let's Playst du noch? Kannst du alles in der Let's Playliste nachsehen. Die ist aber garantiert verlinkt. In der Videobeschreibung. Überall Rutschgefahr. Ja, warte. Und wieder helfe ich meinen Gegnern. Juhu. Also, es ist in der Tat alles rutschig hier. Ja, aber der Pilz hat sich, glaube ich, schon gelohnt. Oder auch nicht, denn auch dieses Level ist nur 10 Meter weit. Dann geht's ab nach Japan. Hab keinen Termin. Aber ich denke mal im Frühjahr 2020, während der Kirschblüte. Wir quälen uns aber bis B durch. Was ist eigentlich der Maximalrang? Gibt es nach A noch S oder ist A schon dann Endlevel? Aber ich denke, es wird noch einen S-Rang geben, oder? Broken Bridge Bummer. Nimm das Item nicht. Ja, manchmal ist es eine gute Sache und manchmal hast du dann keine Chance mehr, weil die Level zu kurz sind. Und jetzt laggt's wieder. Ach so. Lol. Was dreht der auch um? Naja, vorbei. Versucht da einer oben noch so ein Secret zu finden?
Ja, natürlich genial. Ich glaube aber nicht, dass man da die Röhre benutzen kann von dem Schornstein. Digga, wie es am Lägen ist, ne? Ich hol dir keinen Pilz raus. Garantiert nicht. Ich hoffe, der stirbt dadurch. Aber solange Toadette nicht krepiert, war es das eh. Uff. Boah. Gerade noch so gelandet. Checkpoint. Toadette hat einen Schlüssel. Ja, da wird sie jetzt schon beim Ziel sein, nehme ich an. Dann wird sie jetzt beim Ziel sein. Oder gibt es noch einen Checkpoint? Es geht noch weiter. Es gibt nach S noch S plus. Uff. Okay. Grundsätzlich war das aber gut. Stimmt, auf die Level-Tags achten. Kurz und knackig gibt einen Hinweis darauf, dass es zu kurz ist. Ja. Hätte schon längst die Lust verloren. Ja, es ist schon wirklich nervig, Jesse, aber wir sind so knapp dran, ich kann jetzt nicht aufgeben. Lass Bürgerfest Bayreuth gehen, ich gebe einen aus. Oh, Bayreuth ist schon noch ein bisschen weit weg. Ich bin auch nicht so gerne auf so Festen, tatsächlich. Oh nein, unter 1800. Okay, das Level ist auch wieder kurz und knackig. Na dann. Warum lassen die mich vor? Oder ist das eine Taktik von denen gewesen? Ja, hat auf jeden Fall funktioniert. Bin letzter. Aber hey, es läuft flüssig. Es läuft flüssig, Leute! Ich bin ein Noob. Der aber Chancen hat, wenn er sich beeilt. Oh mein Gott, schneller! Yes, endlich mal wieder ein Sieg, Bruder. Yo! Jetzt stellen wir die Weichen. Rang B ist griffbereit! Er zieht durch. Ja, habe ich doch gesagt. Vor Rang B hören wir nicht auf. Nur 115? Gönn doch einfach mal mehr Nintendo. Aber egal. Wenn wir jetzt gewinnen, dann haben wir's. Wird das die Länge vom legendären Shiny Hunt Stream erreichen? Auf keinen. Der ging ja 8 Stunden. Gegner gefunden. So, und die machen wir jetzt platt. Just Driving. Kurz und knackig. Ich hoffe mal, er lügt im Titel nicht. Einfach nur fahren und dann ins Ziel. Ah, man muss in eine Röhre. Ja, und warum bin ich jetzt hinten? Das ist doch schon ein Nachteil. Weil ich hinten gespawnt bin, kann ich schon mal nicht als erster durch die Röhre. Und somit auch nicht das Auto bekommen, by the way. Ja, müssen wir es ohne versuchen. Oder wir greifen an. Keine Ahnung, wie das geht. Kampfattacke vielleicht? Lol. Na, steig ein! Steig ein in die Porsche! Jetzt mach Turbo! Launch Control! Yo! Was? Was ist das für ein Porsche? Das, Alter. Richtiges Müllmodell einfach. Wurde ich verarscht auf dem Gebrauchtmarkt scheinbar. GTF? Ja super, ohne Auto kommt man nicht durch.
Nein! Oder du hilfst mir, Bruder. Komm. Vielleicht auch hier hoch irgendwie? Ja, auf den Mario, auf den Mario! Lol, nein, das geht nicht! Damn! Man braucht safe das Auto. Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no. Warte, ich geh zurück zum Gebrauchtwagenhändler. Ah, der hat sich den schon gekrallt, den 911er. Wieso kommt er jetzt durch und ich nicht? Bleib stehen! Polizei! Polizeikontrolle! Hallo! Stehen bleiben! Ey! Ey! Du hast keinen Führerschein! Ist doch nicht zu fassen. Haben Sie noch einen Punny? Gib mir den Punny! Na los! Ja, genau, deine Mutter. Aber die sind alle tot. Gefühlt. Ja, 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 jetzt habe ich einen Punny. Turbo S. Oh, yes. Oh, yes. Oh, der fährt gut. Lol, nein, ich habe ihn beschädigt. Mein Punny. Ich habe ihn noch nicht versichert. Nein! Ich komme durch. No! Mein Panamera! Mario, halt die Schnauze! Nee, warte, das war doch Luigi. Ah, Luigi, du kleiner. Du kleiner Go, Alter. Komm hier, Mann. Du hast meinen Pony zerstört. Hä, wieso wurde der jetzt nicht getroffen, der Mario? Hallo? Das ist mein GT3. Oh nein, der GT3! Der GT3! Er steht an der Schlucht. Oh! Oh, lol! Okay, das ist irgendwie geil, der Scheiß hier. Wir holen uns den Sieg, Leute! Wir fahren mit dem GT3 in den Sonnenuntergang. Steig aus dem GT3! Oh mein Gott. Yes! Komm schon, Ziel. Ziel, Digga. Fahr! Yo! Läuft. Und da steht er. Schön. Auf dem Hügel. Jetzt machen wir noch hier Pics für Insta. Ehre. Jetzt passt's, oder? Rang B. Panamera kommt jetzt zu den Ludolfs. Ja, Quatsch. Zum JP. Und wir haben es geschafft. So, man braucht nochmal 1000 Punkte. Okay. Aber ich hoffe, dass es dann mit den Verbindungen echt nochmal besser wird beim nächsten Mal. Jedenfalls haben wir es jetzt endlich durchgezogen bis zum Ende, Rang B erreicht. Es war ein schön salziger Stream, aber mit einem guten Ende. Und ich glaube, damit kann man sich dann verabschieden. Bis zum nächsten Part. Bald machen wir auch weiter mit unserer schweren Endlos-Challenge. Alles mit der Zeit, Leute. Jetzt aber rausgehen und ein bisschen frische Luft tanken. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Bye. Ah ja, klar, wenn es gefallen hat, ne? Eigentlich habe ich mich gerade verdrückt. Ich wollte zur Endcard.